Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zum Einrichten in die Sims 4 Kindergarten. Ja, wir haben im letzten Part ja hier unten alles fertig gemacht und gesagt, im nächsten Part gehen wir nach oben zu den Gruppenräumen oder wir machen erstmal unten den Garten. Da bin ich gerade noch ein bisschen unschlüssig, was wir denn als erstes machen sollen, aber ich glaube, wir gehen als erstes hoch in die Gruppenräume. Da hätte ich jetzt am meisten Spaß dran. Genau, dann möchte ich einmal auch hier in diesem Format erwähnen, dass die nächste Zeit das ein oder andere Video ausfallen kann, da ich recht viel um die Ohren habe. Das hatte ich in einem Resort-Video etwas näher erklärt. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da ja gerne mal reinschauen. Aber ja, genau, also es könnte sein, dass eben das ein oder andere Video einfach ausfallen muss, weil es einfach zu viel ist momentan. Genau. Okay, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Genau, gelesen habe ich Kommentar über die Hochstühle, dass die ja eigentlich nicht gebraucht werden in einem Kindergarten. Das stimmt natürlich, aber wir haben ja gesagt, wir nehmen eine Kleinkindgruppe mit rein. Es gibt ja jetzt hier diese, ach, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das habe ich gar nicht gebraucht für meine Kinder, die waren einfach im normalen Kindergarten. Aber es gibt jetzt ja auch die Möglichkeiten, eben in diese Kindergruppen seine kleinen Kinder reinzugeben, eben vorm Kindergarten. Und im Prinzip ist das dann hier auch eine Gruppe, die halt die kleineren Kinder hat. Genau. So, wir wollten machen drei Gruppen und hier Garderobe, ne? Das hatten wir so gedacht im letzten Part. Genau. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Kleinkindgruppe oder mit der Garderobe? Wir beginnen mit der Garderobe, das würde mir am besten gefallen. Mal eben gucken, wie hier die Dings aussieht. Vielleicht sollte man hier dann die Wand rausnehmen oder so einen Bogen reinmachen. Huch, ich wollte die Wände runter machen und nicht nach unten switchen. Ja, hier sollte man vielleicht dann so einen Bogen reinmachen, so einen Türbogen. Wir gucken mal, was es da so gibt und machen nochmal die Wände hoch, damit wir das farblich auch ein bisschen anpassen können. Ja, das ist schon ganz nett. Ja. Ich glaube, wir nehmen den. Und da müssen wir jetzt nochmal gucken, wie das mit der Farbe ist, dass das so einigermaßen... Ja, das passt doch gut zu den Türen. Gut, sehr schön. Und dann nehmen wir nämlich die Tür raus. Und dann haben wir hier eigentlich einen ganz netten Bereich, denke ich, wo wir dann die Garderobe reinmachen können. Okay, dann kann die Dings wieder runter. Und dann schauen wir mal, was wir an Garderobenzeugs haben. Was ist denn das Deko? Jetzt sind schon wieder die ganzen Sachen gesperrt. Man muss tatsächlich immer, wenn man das Spiel neu startet, die Cheats auch neu eingeben, ne? Das, muss ich sagen, ist ein bisschen anstrengend. Aber ich muss mir die dann einfach mal hinlegen, damit ich die immer zur Hand habe. So, das ist ja jetzt natürlich so überhaupt nichts Kindermäßiges an Garderobenzeug. Das ist toll. Hier haben wir ein eckiges Ding. Ja, Kommode. Die ist zu groß. Zu groß. Das sind Schreibtische und Stühle. Deko. Das ist schwierig. Also das ist jetzt wirklich schwierig,
etwas zu finden, was so halbwegs reinpasst. Weil das ist alles sehr, sehr erwachsen. Also da, das kann man nicht mal mit gutem Willen irgendwie als Kinderzeug. Das geht nicht. Also wir gucken jetzt hier einmal, was wir haben. Wir brauchen Lagerung, glaube ich. Genau, da haben wir hier die Kommoden und Schränke. Sowas kann man hier reinstellen, dass vielleicht jedes Kind nachher so sein eigenes Fach hat, wäre eine Maßnahme. Allerdings kann man die wieder nicht aneinander stellen, ne, weil die eben da ein halbes Feld da wieder mehr Platz brauchen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist zu groß. Spinde im Kindergarten? Nee. Pandora. Ach, das kann ich jetzt gar nicht nehmen. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Apparate, nee. Elektronik auch nicht. Kinder. Klettergerüst. Ja, das packen wir dann nach draußen. Also die Garderobe stellt mich jetzt hier echt vor eine Herausforderung. Das ist nicht so schön. Gar nicht so schön. Komfortbänke. Terrassenbank. Gar nicht so einfach. Oder sonst einfach hier so Schränke reinhängen. Auch nicht so das Wahre, ne? Gibt es denn keine Garderobe? Okay. Da wollte ich gar nicht hin. Nochmal Lagerung. Gucken wir hier nochmal rein, aber... Gibt es denn keine Schränke? Es gibt doch Schränke. Da. Gibt es nur den einen hohen? Okay. Ich kann auch jetzt gerade gar nicht sagen, was ich im Kopf habe, wie wir jetzt hier das fertig kriegen sollen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das umsetzen soll hier. Das ist wirklich schwierig. Sowas ginge. Sowas ginge eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt noch Schuhe oder irgendwas hätte, was man da reinstellen könnte. Gucken wir, was haben wir denn hier farbemäßig für eine Auswahl? Oh, eine schöne Auswahl. Wir nehmen das in Gelb. So, dann einmal noch auf die Seite. Da stellen wir so ein bisschen, ja, stellen wir ein bisschen mittig, genau. Und dann können wir da nämlich noch so einen Garderobeständer oder sowas hinpacken. Bilder. Gibt es nicht irgendwie auch was, was man so an die Wand hängen kann? Hakenmäßig oder so? Nee, ne? Büro.
Hier, da ist der Dings dabei. Ach, guck mal, hier, Schuhregal für Männer, für Frauen. Für Kinder? Hallo? Ja gut, aber das, ne? Für Kinder ist da einfach leider gar nichts dabei. Rucksack, den können wir da hinten mal in die Ecke stellen. Oder hier oben drauf. Stellen wir einfach da oben drauf. So, und dann würde ich eben das Ding hier nehmen. Und wollte ich eigentlich da hinstellen, aber das geht gar nicht. Schade. Okay, das geht gar nicht. Dann lassen wir das. Sonst noch irgendwas, was wir auf die Bänke machen könnten. Schulmappen brauchen wir ja nicht. Was ist das? Floristentraum, okay. Knabbersnacks. Eine Ansammlung von Gartensteinen. Ah ja. Wäschehaufen. Ja. Nee, haben wir hier nicht. Okay. Dann stellen wir hier erstmal Lampen rein. Ach, guck mal, die geht. Dann stellen wir die doch mal dahin. Und dann machen wir gleich noch was an die Decke. An Lampen. Brotdose. Ach komm, die können wir hier auch hin dekorieren. Das ist auch okay. Haufen Sportausrüstung. Na, wir kommen der Sache hier schon näher. Nee, das machen wir da nicht hin. Und noch eine Giraffe. Ich hätte gerne echt noch was an den Wänden, ne? Also so für... Ja... um irgendwas aufhängen. Das wäre wirklich super. Ja, machen wir da hin den Spiegel. Und dann gucken wir hier nochmal, ob wir da noch irgendwie was kriegen können, was so ein bisschen nach Garderobe aussieht. Das hier ist, glaube ich, alles nur Bilder, ne? Ja. Hier nochmal durchgucken. Nee. Da ist auch nichts. Teppich. Ah, die sind ja cool. Ein bisschen größer wäre toll. Gibt es hier auch größere Kinderteppiche? Der ist ja auch super. Der hier vielleicht etwas größer? Nee, auch so klein. Schade. Marienkäfer. Dinos. Dinos sind toll. Okay, wie machen wir das jetzt hier mit den Teppichen? Ich finde Teppiche ja prinzipiell ganz gut, aber ich glaube, der passt da nicht so richtig rein. Der hier vielleicht auch nicht. Das ist mir alles zu klein. Ich hätte gerne was Größeres. Sowas in der Art. Aber eben, es sollte schon ein bisschen kindgerecht sein, ne? Wie groß sind die denn? Ach, sind auch so Mini-Dinger. Was ist das? Okay. Ui. Riesig, riesig. Nee. Nee. Ach, schlimm. Und wenn wir sonst sowas hier... einfach unter jeden Dings machen, das ginge ja auch, ne?
so ein buntes Teil. Und vielleicht, also wir haben es unten in grün liegen und hier vielleicht in orange. Ha, so rot-orange. Das passt doch ganz gut. Das ist doch ganz okay. Haben wir eigentlich Gardinen hier für die Fenster? Haben wir da die Möglichkeit an die... Und Fenster, was ratst du mal? Voll die Mini-Gardinen hier. Okay. Also wirklich Mini. Okay. Ja, ich glaube, ich verstehe. Das wird nichts mit Gardinen hier. Okay, dann lassen wir das. Ich hätte dann gerne nochmal hier ins Kinderzimmer genau die Bilder, weil da kann man dann vielleicht nochmal oben, also nur ganz oben ins Fenster, ein bisschen Fensterbilder reinhängen. Warum geht das nicht? Wollen die mich verärgern hier? Wollen die mich so richtig ärgern? Nicht nett. Das geht hier nicht. Unten ging das wunderbar, ne? Hier geht's nicht. Schade. Vielleicht, weil das auch Türen sind und keine, und keine Fenster. An die Fenster geht das nämlich. Okay, das ist schade, aber nicht so tragisch. Wir haben jetzt ja eigentlich Dinos, Thema Dino da so ein bisschen gehabt, ne? Dann nehmen wir doch die Dinos hier wieder und machen die da an die Wand. Der ist zu groß. Dann hängen wir den Spiegel darüber. Und machen die Dinos hier so hin. Aber wir haben ja auch noch andere Wände hier im Zimmer, ne? Wir haben da ja noch mehr Platz. Können auch den großen Dino hier drüber machen und den kleinen da drüber. So, das geht auch. Dann kann nämlich der Spiegel wieder zurück. Und wir brauchen noch Lampen. Würde ich ganz gerne mit Wandlampen hier regeln. Das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen, Wandlampen. So. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Ah, hier gucken wir. Wandlampe für Kinder. Wunderbar. In grün. Gibt es noch in blau? Ne. Blau und da ist wieder ein Dino drauf, oder? Ja, ein Flug-Dino. So, da geht das nicht. Wegen dem Einzeldino da. Da passt die Lampe nicht so ganz hin. Das macht aber nichts. Muss ja nicht alles immer das Gleiche sein auf jeder Seite. Wir haben ja auch noch ein paar andere Dinge. Wir können ja auch eine schöne weihnachtliche Lichterkette da reinmachen. So Spots ging. Ja, die jetzt vielleicht nicht unbedingt. Die ist nicht so schön. Wenn man noch... eine Roboterlampe. Oh. Die ist ja auch toll. Ja, oder wir nehmen einfach hier nochmal eine normale Deckenlampe mit rein. Wobei... ich den Raum eigentlich gar nicht so hell machen möchte. Ja. Wir haben jetzt hier zwei Lampen. Ich mach nochmal hoch. Und versuche da mal so ein bisschen reinzugehen. So. Genau. Wir haben hier zwei Lampen. Auf der anderen Seite die Stehlampe. Das ist jetzt nicht wirklich viel.
aber auch noch nicht wenig. Ich will mir nochmal diese eine Luftballonstehlampe angucken. Ob wir die vielleicht irgendwie da noch hier reinkriegen. Nee, die ist zu groß. Ja. Das hier ist ja auch noch eine für Kinder. Die wäre so ein bisschen orange. Die ist vielleicht ein bisschen heller wie die. Dass man vielleicht guckt, dass man ein bisschen was Helleres bekommt. Da in die Ecke. Und es dann aber auch gut sein lässt. Ne? Denn das reicht eigentlich. Man muss ja nicht morgens gleich so alles so mega hell haben. Weil die ist schon dunkel, ne? Oder? Ist die okay? Also ich finde die schon extrem dunkel. Die ist schon heller, ne? Wobei die schöner aussieht, finde ich. Können wir vielleicht hier draußen irgendwie unterbringen mit. Gut. Okay, so, jetzt müssen wir noch den Boden machen. Viel mehr Deko gibt es da ja leider erstmal nicht. So, den Boden. Also, hier sollte auch was Robustes rein, denn hier kommen die Kinder ja noch mit ihren Schuhen an. Also, es heißt Flur und das hier sollte noch pflegeleicht sein. Ich mach mal Raum. Das finde ich echt toll, ne? Harmoniert super gut. Das haben wir unten im Büro, oder? Ich glaube, das hatten wir unten im Büro. Nee. Nee. Nee, ist zu hell. Das hatten wir ja nun auch. Das ist auch schön. Das ist schön, gefällt mir. Komm, wir nehmen den Boden und für den Flur auch. So. Das Stück hier natürlich auch noch. Gut. Und die Gruppenräume kriegen dann ja Teppich oder sowas. Dann würde ich jetzt noch gerne die Wände streichen hier. Und zwar habe ich mir überlegt, dass in einem pastelligem Grün zu machen. So, die Farbe hätte ich gerne. Wir machen die Wand hoch und gucken uns das Ganze an. Ich denke, passt ganz gut, ne? Das nehmen wir jetzt einfach. So, zack. Und wir haben ein grünes Zimmer. Okay, dann haben wir also die Garderobe fertig, auch wenn da nicht ein paar Schuhe oder so steht. Ist wirklich schade, dass es das nicht als extra Deko gibt. Aber naja, ich finde das so schon mal ganz okay. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle den Part beenden und wir sehen uns dann im nächsten. Also bis dann. Ciao, ciao.